Hamburg, den 12. Juni 1770. Mein lieber Herr Lessing, bald möchte ich Ihnen nicht antworten, ob mir gleich Ihr Brief überaus angenehm war. Warum nennen Sie mich eine fertige Briefschreiberin? Rainer Maria Rilke, Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Wenn das Leben ein Fundament hat, auf dem es steht, wenn es eine Schale ist, die man füllt und füllt und füllt, dann steht meine Schale zweifellos auf dieser Erinnerung. Ich liege halb schlafend, halb wach im Bett, im Kinderzimmer in St. Ives. Ich höre, wie die Wellen sich eins, zwei brechen und über den Strand hinaufschäumen und sich dann wieder eins, zwei brechen. Ich liege und höre dieses Schäumen und sehe dieses Licht und ich habe das Gefühl, es ist fast nicht möglich, dass ich tatsächlich hier bin, mit dem Gefühl der reinsten Ekstase, die ich mir vorstellen kann. Wer war ich also? Adeline, Virginia, Stephen. Wenn die weißen Riesenhasen abends übern Rasen rasen und die goldenen Flügelkröten still in ihren Beeten beten, wenn die schwarzen Buddelraben tief in ihrem Graben graben und die feisten Felsenquallen kichernd in die Fallen fallen, dann schreibt man, sofern man will, den 1. April. Es war zu Sommersmitte und mitten in der Nacht. Der Sterne lichter Reigen kreiste in heller Pracht. Mondgöttin mit ihren Sklaven erging sich in Himmelflur. Es trugen vom strahlenden Pfade die Wogen silberne Spur. Einen kalten Blick nur warf sie zurück zu mir, die da staunend stand. Und ein Wolkenzug wie ein Leichentuch verhüllte das schimmernde Land. Nur der Abendstern, Venus, glänzt fern. Ihr hab ich mich zugewandt, meinem Herzen zur Feier, ihr stolzes Feuer, das leuchtete und trug mich nicht. So ward sie mir teuer, und ich liebte sie treuer als des Mondes frostiges Licht. Die Geschichte der Liebenden aus dem Stamme der Udra. Einst lebte unter den Banu Udra ein Mann von vornehmer Art, der keinen einzigen Tag ohne Liebe sein konnte. Es begab sich, dass er von Liebe zu einer schönen Frau seines Stammes ergriffen wurde, und er sandte ihr Botschaften Tag für Tag. Aber sie wies ihn spröde zurück, sodass er, überwältigt von Leidenschaft und von der sehnenden Liebekraft, schwer erkrankte, sich auf die Kissen legte und den Schlaf zu verscheuchen pflegte.